Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Mit mir, dem Thorsten, ja einiges passiert, aber ich habe mal einen Vergleichstest gemacht. Jetzt vor allen Dingen am letzten Überfallwochenende. Und weil da sind mir so einige Sachen noch nicht ganz schlüssig. Also es gab ja, oder es war ja wieder Clanstadt-Überfallwochenende, wie jedes Wochenende. Sehr, sehr dynamisch hier im Moment das Spiel. Also gerade wenn auch noch die Liga dazu kommt. Aber gehen wir gleich auch mal rein und gucken uns da so ein bisschen was an. Letztendlich habe ich hier tatsächlich mit allen meinen Accounts in der Clanstadt angegriffen. Nur mit dem Freisein-Account hier habe ich nur einmal angegriffen, weil ich mal sehen wollte, wie viel weniger der jetzt an Medaillen bekommt. Also der hat wirklich nur einen Angriff gemacht. Und hat dafür 223 Medaillen bekommen. Wir können aber mal gerade reingucken, ob das auch wirklich stimmt, was ich euch jetzt mal wieder erzähle. Aber Farnsworth, 6 von 6, frei, 1 von 5. Ja, so sieht's aus. Witzig, der Gamel hier hatte sogar den Bonusangriff sich rausgespielt, aber trotzdem nur einen Angriff gemacht. Okay, da ist ja jeder anders. Da kann ich nur appellieren, macht das einfach, greift hier an. Ich habe auch schon so ein paar Medaillen jetzt ausgegeben und ja, jetzt auf irgendeinem Account habe ich mir mal ein bisschen Dunkles dafür gegönnt, weil ich wirklich alles ausgegeben habe. Ich glaube, das war beim Alex, weil ich die Queen jetzt auf Max Level für Rathaus 12 habe und da fehlt es mir dann allen, aber dann an Dunklen und aber wie gesagt, der Frei hier hat 223 bekommen, einen einzigen Angriff und wir haben insgesamt 10 Angriffe abgeschlossen mit Gesamtbeute in den Städten 284.784. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, aber wir gucken jetzt in einen anderen Account rein und zwar wechsle ich mal auf den Avatar, denn der hat volle Punktzahl gemacht, also 6 Angriffe gemacht und mal sehen, wie viel er da bekommen hat für 703. Okay, ich habe ein Juwel noch bekommen, weil ich wahrscheinlich jetzt am Cap bin, was das, was die Überfallmedaillen angeht. Und muss mal eben einsammeln hier. Okay, also der hat 703 bekommen. Und ihr seht, ich bin da oben mit 5000 am Cap. Ich muss also ein bisschen was ausgeben. Kann aber hier in der Clanstadt ein bisschen was fertig machen. So, den Magierturm machen wir mal Don hier. Und dann habe ich immer noch so ein bisschen was zum Ausgeben. Ich gucke mal, was wir im Magiertal eigentlich noch so machen können. Speerwerfer. Na, fangen wir den mal an. Hier kann ja jeder so ein bisschen was beitragen. Und dementsprechend war das, glaube ich, ein gutes Wochenende. 7:03 Uhr. Okay, jetzt muss man ein bisschen was ausgeben auch mal. Ich gebe hier ja nichts aus. Ich gebe nichts aus. Ich meine, ich kann mir jetzt mal selber die Clanburg spenden. Das kostet nur 30. Okay, das ist jetzt auch nicht so ultra viel. Alles klar, weil ich natürlich auch so gewisse Sachen schon habe. Und naja, okay, ja, es ist Liga, es ist Pass vor allen Dingen. Ich habe hier auch noch nicht so viel in Pass reingespielt. Ihr seht, ich bin schon jetzt 2 Tage hinter. Leute, schönes Wochenende wollte ich euch noch nicht wünschen, aber war ja eine nette letzte Woche mit viel, viel Sonne und schönem Wetter. Und ich war auch, glaube ich, die ganzen Tage so gut wie fast nicht hier oben. Denn wenn hier oben noch auch noch die PCs rennen, dann wird es hier oben noch wärmer, als es nicht sowieso schon warm genug ist. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen was verspenden können. Können wir sogar. Mit der einen Gem-Spende habe ich übrigens mal wieder beim Thorsten nicht aufgepasst. Im Pass mit dieser doofen einen Gem-Spende. Und, aber ihr seht sie ja auch im Bild. Auf der rechten Seite, also von mir gesehen, von euch aus gesehen auch, sehr, sehr schicker Skin, finde ich. Sehr, sehr schicker Skin von der Queen. Also euch ist richtig, richtig sommerlich. Und ich habe ja schon so ein paar Videos gesehen und so weiter. Und sie wurde ja sowieso schon in den Sommervideos geleakt, also in diesem Art Hintergrundbild, wo sie ja eigentlich schon zu sehen war. Und es war ja klar, dass die Sommerqueen kommt. Ich wollte da jetzt keinen Film von machen und wollte dort jetzt irgendwie was von drehen, so nach dem Motto, hurra, eine Sommerqueen ist da. Okay, wir müssen noch ein bisschen was tun im Pass. Und da gehört dann leider immer die Clanstadt mit dazu. Nehmen wir hier mit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Warum setze ich eigentlich die Ballons nicht mal ein bisschen eher?
sollte mal die Ballons so ein bisschen eher setzen. So, mal sehen, wo die jetzt hingehen. 3, 4 habe ich noch. Perfekt. Und denn die sollen eigentlich ja die Luftminen futtern. Und wir müssen hier 1000% Zerstörung machen für den Pass. Aber sieht ganz gut aus hier. 1 Stern haben wir schon. Ein paar Prozente haben wir eigentlich auch schon. 47, 49, 52. Sehr schön. 54. Perfekt. Reicht. Ne? Wie geht ihr da immer so vor im Nachtdorf? Ich meine, ich spiel's. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber man kann halt ja in den Clan und in den Pass spielen relativ gut was im Nachtdorf auch machen. Und da es nun mal da ist, spielen wir das notwendige Übel doch einfach. Und mit 62% sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich habe hier die letzten auch echt nicht gewonnen, glaube ich. Ich habe hier viel, viel mehr verloren, als ich gewonnen habe. Mal gerade Tagesgems habe ich auch noch nicht abgebaut. Und und wieder nicht. Ja, das ist ein bisschen doof. Ihr seht das hier, mein Kampflog. Ich komme nicht wirklich voran. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil ich würde ganz gern wieder was unten in der Schmiede machen. Ein bisschen was fertigen. Zumindest mit dem Zeug kann ich es ja machen. Alles klar. Mit dem Zeug kann ich es ja machen. Und jetzt haben wir aber immer noch nichts für die Medaillen gekauft. Ich weiß auch nicht, was ich mir hier beim Händler für die Medaillen tatsächlich holen soll. Aber wie gesagt, mit dem einen Account habe ich mir schon mal ein bisschen Dunkles dazu geholt, weil ich wirklich auf Null war und jetzt nicht so exzessiv gefarmt habe. Aber die anderen Sachen, ja, ich meine, klar, jetzt könnte man die Ressourcentränke natürlich kaufen und könnte auch mal wieder so ein paar verbrauchen, damit ich denn auch mal so ganz langsam hier in den Endstadium der Mauern komme. 55 Stück noch, dann ist auch der Avatar hier maxed und dann kommt der nächste 14er hier ran. Muss mal gerade überlegen, was wir denn eigentlich noch machen müssen. Ja, aber wie gesagt, der Vergleich ist schon mal da. Und aber mir ist noch nicht ganz bewusst, warum, wie sich diese Formel zusammensetzt zwischen 200 und ein paar kaputten. Und ich meine, okay, das war jetzt ein Angriff. Ja, je mehr Angriffe, desto mehr Überfallmedaillen. Also auch das wissen wir mittlerweile, dass das so ist. Und nur diese Formel, wie sich das zusammensetzt, das ist mir jetzt noch nicht ganz schlüssig gewesen. Und es gab ja auch noch, glaube ich, hier in den Release Notes, gab es auch noch Clan statt Balanceänderungen, so ein paar. Und da wurde hier unten davon gesprochen, Defensivbelohnung wurden um 100% erhöht und die Verringerung der Angriffsbelohnung um 10%. Okay, na, was das auch immer heißt. Wir gehen mal rein hier in das Geschehen. Ich gucke mal gerade, was ich hier eigentlich so am Stissel habe. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde mal eben mal was anfragen. Ne, wir fragen nichts. Ja doch, wir fragen mal was an. Und oder wir spenden uns selber. Ich glaube, wir spenden uns das selber, weil wahrscheinlich niemand da ist. Dann machen wir hier nämlich mal einen Ohrengriff, würde ich sagen. So, der Gegner hat schon ein bisschen mehr angegriffen. Wir haben bisher nur einen Angriff, okay. Wieder mal nur mit einem Helden. Ja, witzig, witzig, witzig. Finde ich auch sehr witzig. Was fand ich denn eigentlich so witzig? Kann halt leider nur mit meiner Königin angreifen. Rest ist im Ausbau. Okay, du wirst getauscht, Devil. Du wirst getauscht. Denn Liga ist ein ungeschriebenes Gesetz. Echt mit allen Helden. Und wir sind sowieso im unteren Bereich äußerst schwach im Moment aufgestellt. Auch ich mit meinen Rathaus 11 und 12 bin im Moment nicht so gut zu Fuß dabei. Und was hat er denn eigentlich? Oh, 16 Kobolde. Was wollte er da mit den Snaggern? Ich krieg da wohl das Rathaus mit? Mal sehen, er muss erstmal. Oder haut er jetzt in Wut rein? Alles klar. Ja, das wird auf jeden Fall reichen. Da hat er jetzt sogar ein bisschen viel genommen, würde ich sagen. Aber Clanburg schon ein bisschen mit rausgelockt. Okay. Aber naja. Ein Stern ist ein Stern. Ist nicht so schlimm. Wir gucken mal, wie er hier weitermacht. Und er nimmt erstmal die Helden. Das ist gut. Da kam jetzt aber nur eine Hexe raus. Ein Magier sehe ich da. Ein Ballon. Also so viel ist das jetzt noch nicht. Und aber er macht das hier ganz, ganz gut. Hat er eigentlich ein Gift dabei? Er hat, glaube ich, gar kein dabei. Ein Unsichtbarkeitszauber hat er dabei. Okay. Ja, da unten ist natürlich doof, wenn du da keine Truppen zusetzt. Dann kriegst du die Hexe nämlich fast nie down, hat aber jetzt gerade so geschafft, aber da ist ja noch was in der Clanburg drin, okay.
Ja, das sind ja auch gemogelte 2 Sterne. Da waren also noch 2 Super-Minions drin. Alles klar, da muss ich mich dann wahrscheinlich auch drauf einstellen, dass das bei deren aus der Clanbuch so kommt. Und so hat er sich hier die 50% geholt, hat sogar noch einen Zauber über, den hätte er jetzt auch mal darauf setzen können, auf die beiden. Mann. Endlich. Irgendwie hat er mich gehört. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen, aber er hat mich jetzt irgendwie gehört. Und, okay. Wir machen ein bisschen Liga. Ich mache mir mal eben die Clanburg selber voll. Es ist ja keiner da. Ich könnte jetzt zwar auch auf Thorsten wechseln, aber ich meine, sind wir mal ehrlich. Das kaufen wir mal eben. Da kommen sie. damit ich wenigstens mal ein paar Medaillen ausgegeben habe. Okay, ich habe hier nichts verstärkt. Die habe ich eigentlich immer. Und die anderen spende ich immer ganz gern. Ich habe mit 2 Sternen hier... Oh, wir können uns mal die Wiederholung angucken. Okay, das ist 6 auf 6. Also, das ist mein Gegenüber. Den werde ich gleich auch machen. Und da bin ich auch mal gespannt. Er hat 87%, glaube ich, geholt. Ne? Ganz schön viel. Mal sehen, wie viel wir denn gleich holen. Auch mit einem... Okay, er kommt mit Bowlern und... Ja, das ist so ein Yeti-Smash, hätte ich fast gesagt. Aber nicht mit Warden Walk vorweg, sondern er nimmt die Queen hier. Ist auch ein bisschen heftiger Beschuss hier unten. Ihr seht das auch. 3 Sachen feuern jetzt auf die Queen und die ist schon ganz schön am Deckel. Aber er hat auch noch... Oh, er verliert die Queen. Ah, fast verloren. Alter, hat er. Der Mehl. Man hat der Mehl. So viel Mehl möchte ich auch haben. Aber ich nehme mal an, dass er jetzt über diese Flanke hier gleich reinkommt, damit er die Queen mitnimmt. Adler ist schon mal weg. Okay, also ich brauche jetzt gleich auch nur 2 Sterne. Und ich sollte die Leute hier einteilen, hat Max geschrieben. Kannst du die Leute richtig einteilen? Ja, Attacke, würde ich sagen. Das ist so die Einteilung, ne? Attacke. Und weil wir werden hier, hoffe ich, nicht absteigen, sondern irgendwie versuchen, die Liga hier mal wieder so ein bisschen zu halten. Und... Da kann ich mir dann schon vorstellen, dass das nicht ganz einfach wird. Dass das nicht ganz einfach wird. Denn wir sind unten, habt ihr gerade gesehen, ziemlich schlecht aufgestellt mit richtig vielen 12ern, einem 11er. Das ist ein bisschen mau. Und im Vergleich jetzt, so heißt die Folge ja, nee, nicht Vergleich, sie heißt der Test. Im Vergleich zu dessen, was die anderen Clans alle auffahren, sind wir hier deutlich geschwächt. Ist aber nicht so schlimm. Verdebt uns letztendlich natürlich nicht den Clan. Spielt Spaß hier. Und, okay. Das hätte auch anders ausgehen können, muss ich sagen. Denn da war jetzt echt nicht mehr viel über. Gut, dass ich meine Mauern so hoch habe, dass die Yetis hier immer und auch die Bowler richtig lange zu tun haben. Das dauert ja auch. Das ist ja auch Zeit, aber er hat auch nichts mehr, was er hier jetzt gegen die Minions machen kann. Und so plöppeln die hier einen Bowler nach dem nächsten natürlich kaputt. Sehr schön, also Verteidigung hat funktioniert. Ich hoffe, mein Angriff funktioniert jetzt auch. Ah, hier hinten hat er doch noch einen Bogenschützen, aber das ist auch nicht so viel. Okay, die konnten jetzt nicht mehr so viel tun, weil das ist noch eine ganz schöne Masse. Muss ich sagen, aber 19 Sekunden ist jetzt auch ein Timefair, glaube ich, dann gewesen. Inferno da noch relativ tief stehend. Okay, da kommen die Mites dann auch nicht mehr dran. Alles klar. 6, 5, 4, 87%. 87, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich meine, ich muss sowieso erstmal irgendwie jetzt die Base schaffen. Ich muss gerade noch mal Nase ziehen. So, das habe ich erledigt. 6 auf 6. Anders, ich meine, wir könnten jetzt auch unten weiter angreifen, aber selbst der Gegner hat schon 13er und wir haben nur 12er hier, haben auch schon eine Nullnummer hingelegt. Ey, geil. Ach, ich liebe die Liga. Ich liebe die Liga. So wie sie halt ist. Okay, wie gehen wir hier vor? So genau weiß ich noch nicht. Ja, wir gehen mal vor. So, wir nehmen den, zack. Und dann nehmen wir hier den und den. Und hier die Queen. Und hier noch so ein Lümmel. Noch so ein Lümmel. Auch nicht schlecht. So, jetzt kann die Queen nur da hingehen. Perfekt.
Okay, auf den Single müssen wir immer ein bisschen aufpassen da. Auf den Single müssen wir immer ein bisschen aufpassen. So. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Aber der Single da, ey, oh Mann, der Single überlebt da immer noch. Okay. Dann machen wir den jetzt weg. So. Mal sehen, ob wir hier irgendwie das Rathaus gleich bekommen. Das müssten eigentlich, oh, das machen da unten die Magier. Geiler. Geile Sache. Oh, sehr, 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 sehr cool. Und da kommen noch die Hogs mit hinzu. Hier können wir noch vielleicht ein Prozent machen. 48, 49. Oh, das wird ganz eng. Das wird eine ganz enge Kiste. Dass wir 49% so eine Scheiße. Och, komm. Neuer Rekord. Okay, Leute, habt ihr ein bisschen Liga von mir gesehen? Es bleibt entspannt. Wir bleiben entspannt, Leute. Es kann nur besser werden. Okay, es kann nur besser werden. Also der Vergleich oder ja doch, der Vergleich eigentlich, ich glaube, ich benenne die Folge nochmal um, ist ganz deutlich. Er 87% Rathaus 14, ich 49% Rathaus 13 auf Rathaus 14. Ah, das müssen eigentlich mehr sein. Das müssen eigentlich 2 Sterne sein. Das war jetzt aber auch wirklich, wirklich knapp. Hätte ich mit dem Cleanup vielleicht doch ein bisschen noch anders agieren müssen. Und aber noch ist alles offen hier. Wir sind hier im Moment Sechster. Also wir sind noch nicht auf einem Abstiegsplatz. Perfekt. Ich gehe jetzt erstmal in den kleinen Free-to-Play. Da ist nämlich nicht ganz so viel los wie hier. Und mal sehen, wie viele Medaillen ich da bekommen habe. Da halte ich euch einfach auf den Laufenden. Ich hoffe, dass euch die Folge zum Anfang der Woche gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Und am LAN bzw. am Kanal dranbleiben. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dahin, ihr Lieben. Euer Toto. Best.